Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Minecraft. Ja, ich nenne es ab sofort Let's Fail Minecraft, denn wir sind hier am Dauerkrepieren. Und wenn wir so weitermachen, haben wir bald sämtliche Todesarten von Minecraft durch. Und ich bin so ein großer Honk. Ich weiß nicht, wer von euch sich da schon aufgeregt hat, dass ich den Booster vollkommen falsch gebaut habe. Aber naja, das können wir jetzt korrigieren. Und wenn ich den korrigiert habe, gehen wir in die Höhle nebenan. Und hoffen mal, dass es nicht wieder so eine Mogelhöhle ist. Denn wir brauchen jetzt eine ganze Menge Eisen. Hoppala. Bin ich ein bisschen zu weit gelaufen. Okay, das kann hier erstmal alles wieder weg. Das ergibt so keinen Sinn. Gut. Dann müssen wir hier noch runter. Okay. Dieses Loch stopfen wir einfach mal direkt. Ich frage mich, wer da so geschlampt hat. Ist ja fast schon unerhört. So gut. Wo sind meine Gleise hier? Also so müsste es funktionieren. Rein theoretisch betrachtet. So. Ich müsste das hier auch noch eine Kurve machen. Nee, so nicht. Genau so. Gut. Setzen wir das Minecart nochmal hin. Und lassen uns da mal wegboosten. Genau, jetzt haben wir es. Aber dass das hier im Stein drin parkt, das ist ja auch nicht natürlich, oder? Vielleicht bist du hier schon ein bisschen too much. Das ändern wir auch nochmal gleich ab. So. Okay, dann platzieren wir dich hier nochmal. Und dich nochmal hier. Du fährst immer noch nicht zurück. Du bleibst da mitten im Bau. Okay. Gut. Er boostet mich auf jeden Fall schon mal hoch. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass er da nicht die ganze Zeit im Stein parkt? Achso, weil hier vielleicht eine Schiene ist oder so. Okay, auf ein neues. Die stellen wir erstmal ab. Nicht hier. Oder doch da hinten. Kommst du hier wieder weg. Und ich mache hier meine Spitzhacke komplett kaputt. So, nochmal. Hoppala. Und der parkt schon wieder im Stein. Also, ganz so bugfrei wie das sein sollte, ist es irgendwie nicht. Wobei, ich habe hier noch ein paar Schienen, die könnte man hier noch gewinnbringend anbringen. Kommst du da weg? Also zum Runterwärts brauchen wir keinen Booster, aber der müsste hier wieder irgendwie zurückrollen. Ob ich da irgendwie einen Stoßdämpfer anbringen kann? Egal wie ich es mache, der parkt ja die ganze Zeit hier drin. Moment mal kurz. Vielleicht so. Kommst du hier wieder weg? Oder wir müssen hier eins weitergehen. Das könnte auch möglich sein. Ja, und das war meine Spitzhacke. Wunderbar. Und jetzt bewegt er sich wieder automatisch. Habt ihr es gesehen? Wie er es mich da an die Workbench rübergezogen hat. Eins. Zwei. Vielleicht passt es ja auch so. Nee, der fährt nicht wieder zurück.
Egal. Darum kümmern wir uns, wenn die Strecke fertig ist. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal auf Schatzsuche. Wir brauchen eine ganze Menge Eisen. Bisschen Holz haben wir noch. Nur ein bisschen wenig. Wir haben hier noch zwei Schaufeln. Das ist ja auch was wert. Und nebenan könnte vielleicht eine Höhle sein. Die vielleicht die Bahn nebenan basteln sollen. Naja, vielleicht wisst ihr ja, woran es liegt, dass der Booster nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben. So, draußen ist es noch Nacht. Okay. Dann hauen wir hier nochmal einen Stack zum Braten rein. Dasselbe gilt dann hier oben. Und hier hauen wir auch noch direkt einen. Moment. Doch, war schon voll. Hier geht ja noch was rein. Ich habe nicht genug Cobblestone. Hm, schade. Lege ich erstmal die ganzen Steinchen hier ab. Denn man muss nicht so viel Klump mit sich mitschleppen. Gut. Gravel braucht man nicht. Die Erde könnte man vorsichtshalber mitnehmen, muss man aber nicht. So, Holz kann man mitnehmen. Die Erde lasse ich auch mal hier. Genauso wie die Treppen. Okay, dann haben wir das Nützlichste, also das meiste bei uns. Und es wird langsam wieder hell. Sehr schön. Ich wäre dafür, dass wir nebenbei noch ein bisschen Holz mitnehmen. Damit uns die jetzt nicht einfach so ausgeht. Wie hier überall die Blätter rumschweben, das ist ja auch sehr angsteinjagend. Erschreckend fast schon, würde ich behaupten. So, wie viel Holz kann man gebrauchen? Eine ganze Menge. Wir wissen ja schließlich nicht, wie lange wir da unten bleiben. Also nehmen wir noch zwei, drei Bäumchen mit. Denn wer weiß, wann wir uns wieder Fackeln machen müssen, weil mit 27 kommen wir nicht weit. Ne, auf keinen Fall. Da bräuchten wir vielleicht noch ein bisschen Holz für eine Workbench. 21 sollten da genügen. Die Workbench könnte ich mir jetzt schon machen, mache ich aber nicht. Gut. So, hier irgendwo war der Höhleneingang. Frage ist nur, wo genau? Hier hinter den Bäumen irgendwo? Hier geht es ja jetzt definitiv zum Strand. Okay, das haben wir geklärt. War hier nicht mal eine fette Höhle irgendwo? Ach da. Gut, dann nehme ich noch diesen Baum mit. Der stört. So. Dann geht's abwärts. Ob es sich diesmal lohnt, die Playlist umzuschalten? Moment. Erstmal dich hier weg. Und dann lassen wir dich hier laufen. Gerne noch ein bisschen lauter. Okay, weiter geht's. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier finden werden. Wir brauchen sehr viel Eisen. Und die Bahn wird ja schon eine ganze Menge in Anspruch nehmen. Okay, hier geht's nicht lang. Ernsthaft, dafür habe ich jetzt die Musik geändert. Ist doch nicht wahr. Spiel, du hast mich. Daran merkt man jetzt wieder, dass das ein Let's Fail ist.
Naja gut, wenigstens Busy Eisen. Ist ja fürchterlich. Ich glaube, ich werde mir nicht mehr die Mühe machen, die Playlist zu switchen während der Folge. Wie wir hier sehen, führt das zu nichts. Außer zu viel Eisen. Und ich habe gerade wieder einen Stein unter mir weggegraben. Vielleicht habe ich ja irgendwie Glück in irgendeiner Form. Komme hier irgendwie an eine Höhle rein. Moment mal, kann es sein, dass hier mal eine Höhle gewesen ist? Nur durch den Versionsupdate und den Generatorwechsel, also den Void Generator, ist das hier übrig geblieben. Das sieht hier so glatt aus, als wäre hier eine Höhle gewesen, die jetzt abgeschnitten ist. Vielleicht kann man sich hier irgendwo reinbuddeln. Oder mit etwas Glück ein bisschen. Wie soll ich sagen? Bisschen Steine farben, ne? Ich dachte, dass man da vielleicht noch etwas Eisen drunter findet. Aber weißt du was? Da wir jetzt gerade helllichten Tag haben, würde ich mal sagen, diese Playlist ersetzen wir jetzt einfach mal durch diese wieder. Gut. Geht's eigentlich hier lang? Ja klar, verarsch mich doch. Jetzt wechsle ich die Playlist aber nicht mehr. Kannst mich mal, blöde Höhle. Naja, zumindest gibt es hier schon mal Kohle. Kohle ist ja auch nicht so irrelevant. Nee, so groß ist es hier auch nicht. Ich glaube, hier ist einfach durch den World Generator einfach alles abgeschnitten. Aber soll mir recht sein. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten ein bisschen mehr Eisen gefunden, weil 10 ist nicht so viel. Daraus machen wir uns 16 Gleise. Dann haben wir noch 4 Eisen übrig. Könnte mal den Gravel hier wegbuddeln. Vielleicht ist ja hinter was. Weiß ja nicht. Früher hieß es ja, hinter Gravelwänden findet man immer eine andere Höhle. Da geht es immer weiter. So zumindest die Legende. Aber ich glaube, an der Legende ist nicht sonderlich viel dran, oder? Ich mache mal ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Finde ich gut. Lass mich raten, wenn hinterm Gravel nichts ist, dann muss ich laut Legende noch die Erde wegbuddeln. Dann finden wir da schon wieder was. Außer Gravel zu farmen, denke ich nicht, dass hier irgendwas ist. Ne. Und damit hätten wir wieder einen Mythos ausgehebelt, dass man hinter Gravel immer eine Höhle findet. Aber vielleicht unter der Erde hier. Denn unter der Erde findet man auch Gravel. Und dahinter wird bestimmt eine Höhle sein. Denn ich glaube, solche Mythen und Legenden kann man auslegen, wie man will. Früher oder später findet man zwangsläufig eine Höhle, wenn man alles ausbuddelt, was man findet. Moment, ich mache euch mal wieder ein bisschen Licht. So. Na komm schon, hier wird doch wohl irgendwie so eine Mini-Höhle sein oder irgendetwas, wo viel Eisen drin ist. Aber vorher gibt meine Schaufel den Geist auf. Na ja, komm, geh mal nach Hause. Lohnt sich nicht. Ah, da ist noch ein bisschen Kohle. Die lassen wir natürlich nicht hängen. Weil früher oder später werden wir die auch benötigen. Das war ja mal eine erfolgreiche Höhlentour. GG. Ich glaube, wir müssen einfach in den neuen Weltteil. Vielleicht finden wir dort was Passendes für uns. Oder wir buddeln einfach unten in unserem Keller ein paar Strip-Mining-Gänge aus. Da wird sich auch schon was finden. So, nichts übersehen.
Nö, nur ein Stein. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir wieder Richtung Heimwärts marschieren. Moment. Ah, der gute alte Fackeltrick. Haut halt nicht jedes Mal hin. Achso, hier geht's zum Strand raus. Okay, verstehe. Okay. So, liebes Huhn. Bist du schuld daran, dass da unten nichts ist? Hm? Hm? Hast du die Höhle versteckt? Nee, nee, nee. So nicht. Und das hier ist auch bottenhässlich. Ein Glück, dass ich keine Schaufel mehr habe. So muss ich das jetzt wenigstens nicht abtragen. Sonst hätte ich die paar Sanddinger da entfernt. So natürlich nicht. Gut. Gute Ausbeute. Ganze 10 Eisen. Oder wir gehen da hinten in die Berge. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder wir beginnen endlich mal damit, unser Haus hier zu bauen. Erstmal den ganzen unnötigen Rotz weg. Okay. Eisen in den Ofen. Und dann nehme ich mir mal die ganzen Cleanstone mit. Und schmeiß da noch ein bisschen Sand in den Ofen. Machen wir gleich 2 Sticks draus. Damit wir passend viel Glas haben. Und dasselbe hier nochmal. Jetzt stellt sich mir eine Frage. Wollen wir hier oben einen Holzboden haben oder noch irgendeinen Boden drüber? Also vielleicht ein Teppich, Steinboden. Ich bin immer so unentschlossen. Die große Frage ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Das bedeutet, wir müssen hier definitiv noch ein bisschen Holz anlegen. Ein Glück, dass es draußen hell ist. So können wir wenigstens ein bisschen weiterarbeiten. Das Holz nehme ich natürlich gerne wieder mit. Ja, das Haus müsste ich eigentlich noch eins höher zimmern. Von daher muss ich mich noch über einen Boden einigen. Und ja, ich habe gerade gemerkt, es wird wieder dunkel. Die eine Leine ziehe ich hier noch lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, zwei, drei. Okay, eine noch. So, dann kannst du vorerst hier drauf. Okay, gut. Vielleicht schaffen wir noch ein bisschen von der Grundmauer was, bevor es komplett dunkel wird. Okay, hier könnte ich Sand reinstopfen oder irgendetwas. Man könnte es natürlich auch bleiben lassen. Das ist klar. Gut. Aber ich sehe gerade schon wieder, dass uns wieder die Zeit ausgeht. Und da wir in dieser Folge nicht gestorben sind, denke ich mal, werden wir mit allerhöchster Sicherheit in der nächsten Folge wieder abkratzen. Ich würde schon fast darauf wetten. Ob es auch wirklich so laufen wird, keine Ahnung. Im Moment haben wir nicht mal Eisen, um die Todessteuer zu bezahlen. Das wäre ja böse. Und zu viel auf Kredit müssen wir ja auch nicht machen. So. Hallo? Na, wo kommst du denn her? Hat er jetzt noch gerade geknurrt? Gut.
Stimmt ja, das Sammelbecken müssen wir auch noch machen. Okay, hier kommt ja eh keiner rauf. Was hier aber nichts heißen muss. Okay, machen wir es jetzt mal so. So kommen wir ein bisschen zügiger voran und sehen direkt, was vor uns abgeht. Dann fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer. Nicht 100%, aber ein bisschen. Ja, Steine haben mir zum... Au! Ja, so viel zum Thema sicherer. Kommt hier? Au! Au! Verschwinde, du Schuft! Nee, ich verstecke mich so lange im Keller. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!